Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde des gepflegten Motorsports und Sonnenschein. Beides ist heute, ja, sag ich mal, kriterienmäßig erfüllt. Wir haben Sonnenschein, blauen Himmel, wir haben angenehme 15 Grad Außentemperatur und wir sind in einem wirklich wunderschönen Auto unterwegs. Ihr habt ja in den letzten Videos oder im letzten Video schon gesehen, um welches Auto es sich handelt. Nochmal ganz kurz für alle, die jetzt erst dazuschalten. Ich bin hier unterwegs im M6 Competition Coupé. Wunderschönes Auto, 600 PS, 700 Newtonmeter. Zwar alles serienmäßig, aber das reicht schon, um, ja, ich sag mal, gut und gerne von A nach B zu kommen. Und ja, wir haben auch sogar hier übrigens Carbon-Keramikbremsen verbaut. Was im Gegenzug bei dem ordentlichen Vortrieb für ordentliche Verzögerungen sorgt. Also das ist wirklich wie wenn du einen Anker schmeißt. Gnade aber Gott, wenn irgendwas kaputt geht, beziehungsweise wenn die Bremsscheiben gewechselt werden müssten. Das sind knapp, ich habe es mir irgendwie so im Kopf eingebrannt, es dürften zwischen 8.000 und 9.000 Euro sein für einen Satz Carbon-Keramikscheiben hier. Jetzt ist es nur ein M6 eigentlich, nur ein BMW. Ja, ansonsten, warum jetzt dieses Video? Ich bin gerade auf dem Weg nach Nürnberg, deswegen ergreife ich gleich mal die Gunst der Stunde. Habe jetzt gleich einen Beratungstermin. Übrigens ein Termin, der aufgrund der Instagram-Stories entstanden ist, weil ja viele Leute immer gefragt haben, was machst du beruflich oder was hast du früher beruflich gemacht bezüglich welcher Ausbildung, hast du studiert etc. solche Geschichten. Da habe ich ja mal Stories dazu gemacht, was auch übrigens brutal gut ankam. Hätte ich gar nicht gedacht, dass dann da so viel Andrang kommt. Also ich wusste schon, dass das Interesse da sein wird, weil es einfach eine ziemlich geile Sache ist. Es ging hauptsächlich ums Thema Steuerersparnis. Ich komme aus der Branche sozusagen. Ich habe damals Steuerrecht studiert, meine Ausbildung beim Finanzamt gemacht, Freistaat Bayern, Beamter gewesen, als Finanzwirt unterwegs. Und ja, nach Nürnberg, München habe ich mich dazu entschieden, mich selbstständig zu machen und den Leuten zu zeigen, wie sie statt mehr Steuern zahlen müssen. Ja, weil wer viel verdient, der zahlt auch viel Steuern. Das ist natürlich was Schönes. Aber wie man es hinbekommt, dass man weniger Steuern zahlen muss oder eben mehr Steuern wieder zurückbekommt und somit mehr Geld effektiv für den jeweiligen Steuerpflichtigen, ja, so hieß es damals, jetzt sind es meine Mandanten, meine Kunden, übrig bleibt. Und das jetzt auch wieder hier ein Termin, das ist jetzt der zweite Termin, die Beratung, macht richtig, richtig Spaß, mit vielen von euch zusammenzuarbeiten. Wir fahren jetzt, oder ich fahre jetzt zum Cera Una Volta, das ist eines meiner Lieblingslokale, Lieblingsrestaurants in Nürnberg, ein Restaurant, ja, wo man auch eben gut und gerne essen geht. Guter Freund von mir, dem das gehört. Und ja, das ist wie immer professionelle Beratung, braucht natürlich auch gutes Essen, ja? Einen guten gesättigten Magen sozusagen. Und deswegen bin ich jetzt ja auch ein bisschen in einem etwas anderen Aufzug unterwegs. Also das ist hier kein Faschingskostüm, sondern jetzt für heute sozusagen meine Arbeitskleidung. Ja, wir stehen jetzt leider im Stau. Ich wollte euch nämlich heute eigentlich ein bisschen mehr Sound, aber auch so ein paar Beschleunigungswerte näher bringen oder euch einfach mal versuchen, mit in dieses Feeling einzubringen. Wie ist hier die Beschleunigung, wie ist die Verzögerung? Natürlich kein Vergleich zu den Autos von Klaus, von Aulitzki Tuning, wenn du damit einem M5 unterwegs bist. Ich habe damals schon im letzten Video gesagt, Vergleichsstück hier für diesen M6 ist für mich der M5 F10, den Aulitzki hatte, mit über 700, also ich glaube, es waren ja auch knapp 750 PS. Also nochmal 150 PS mehr als hier und auch nochmal, ich glaube, 250 oder 300 Newtonmeter mehr. Irgendwann kriegst du die Leistung nicht mehr auf die Straße, außer du hast halt dann ein Allrad wie im F90 von Klaus. Das sind auch die 760 PS gut angelegt. Aber ansonsten, das wirklich reicht, um hier auch ordentlich Vortrieb zu erhalten und auch mal, um leicht den Arsch kommen zu lassen. Bei einer ganz normalen geraden Beschleunigung, also auch im dritten Gang, kommt ab und zu das Popöchen oder zumindest geht eben das DSC an und regelt ein wenig nach. Das ist, denke ich, was fürs Auto spricht, denn ich bin es ja jetzt doch gewohnt auch vom M3, dass man da auch mal natürlich mit wesentlich weniger Leistung und auch nicht turbo aufgeladen, aber dass man da auch mal schön so ein bisschen leicht das Ashley, sage ich jetzt einfach mal, kommen lassen kann, leicht quer gehen kann. Ich bin jetzt keiner, der im öffentlichen Straßenverkehr da modsmäßig versucht, auf feste Quersiste mehr zu machen. Aber gerade mit dem AMG zum Beispiel, durch den Allrad,
da hast du da kaum eine Chance, irgendwie mal so ein bisschen spielerisch, sage ich mal, das Heck tanzen zu lassen. Das ist kaum möglich im normalen Straßenverkehr. Also sollte man ja grundsätzlich machen im normalen Straßenverkehr, aber rein spielerisch mal, wenn man sagt, man fährt jetzt irgendwo, wo wirklich kein Mensch ist, ist schwierig. Und da geht es hier relativ einfach mit links aus dem Ärmel geschüttelt sozusagen und macht auch dementsprechend natürlich allgemein sehr viel Spaß, dieses Auto. Ja, ansonsten so ein kleiner Zwischenstand, das Auto ist jetzt seit 2 Tagen bei mir, wird auch noch etwa 2 Tage in meinem Besitz sozusagen sein. Ob ich denn der Eigentümer werde, das erfahrt ihr in einem der nächsten Videos, denn tatsächlich weiß ich selber noch nicht. Tatsächlich ist es einfach so, dass ich jetzt, Stand heute, 27. Februar, nicht sagen kann, ob ich mich tatsächlich in dieses Auto verliebt habe oder verlieben kann oder nicht. Ja, weil das ist für mich einfach so, das habe ich gesagt, als ich mich dazu entschieden habe, den M3 nach fast 4 Jahren wegzugeben, dass ich ein Auto möchte, in das ich mich wirklich verliebe. Ja, das heißt, auf den ersten Blick, von außen natürlich, aber auch von innen, von Interieur, von Ausstattung, vom Gesamtpaket und ganz, ganz wichtig bei mir einfach die Emotionen. Ja, man kann mir ein Auto hinstellen mit 1000 PS und wenn mich das emotional nicht abholt oder der Klang nicht gut ist, ich bin Tesla Model X gefahren, P100D, brutaler Vortrieb, 3,1 Sekunden oder 3,2 Sekunden von 0 auf 100, für so ein riesen Dickschiff, das ist brutal, aber halt an der Schnur gezogen, keine Gangwechsel, ohne jegliche Emotionen, ohne jegliche, oh schöner M4, wobei, nee, sorry, das war nur ein M4, nur ein 4er Cabrio, ich habe nur die Farbe gleich assoziiert mit einem M. Das ist einfach emotionslos, das macht Autofahren keinen Spaß und dann einen scheinheilig auf grün zu machen und zu sagen, ey, ich fahre jetzt Elektroauto, ich bin sauber, ist Bullshit, da mache ich gerne mal ein anderes Video drüber, aber ich halte nichts von Elektromobilität, denn so sauber, wie die angeblich sein sollen, sind die bei weitem nicht. Da sind viele Diesel und viele Benziner wesentlich, ich sag mal, schadstoffärmer, denn die Herstellung eines Elektroautos Fahrzeug ist, der Batterien etc., die Gewinnung von den Batterien, von dem Lithium etc., was da alles drin ist, kostet teilweise Menschenleben, ja, Kinderleben und verursacht Krebs, schwere bleibende Schäden und verursacht auch sehr viel Umweltbelastung. Aber das ist ein anderes Thema, da möchte ich jetzt gar nicht so weit einsteigen. Ich habe schon das letzte Mal ein etwas politisches Video gemacht, da ging es ums Thema Führerschein abgeben. Kam auch relativ gut an, freut mich übrigens. Können wir gerne öfter mal machen, solche Geschichten, wobei ich eigentlich immer gesagt habe, Politik eher raushalten, aber gerade heutzutage ist es schwierig, weil der Autofahrer aktuell leider in Deutschland richtig hart drangenommen wird, sage ich einfach mal. Ja, egal, ob das die Tempolimits sind, die sie durchsetzen wollten, egal, ob das die Dieselfahrverbote sind, ich fahre hier raus, oder ob das sonstige EU-Normen sind und neue Richtlinien, wo sich die Automobilindustrie und auch eben somit natürlich wir Autofahrer dran halten müssen. Ja. Aber gut, jetzt haken wir das Thema ab und kommen zurück zu diesem schönen, wunderschönen Fahrzeug. Übrigens Bang & Olufsen Soundsystem, auch sehr geil, wenn ich jetzt hier mal draufklicke, fährt hier vorne die Head-Unit, sage ich jetzt einfach mal, aus. Ich weiß nicht, es ist einer der Hochtöner wahrscheinlich. Die Subwoofer sitzt meistens unterm Sitz. Hier vielleicht noch mehr Subwoofer verteilt. Oh, jetzt wird es ganz schön dunkel, ne, wenn da so ein Koloss neben einem steht. Ja, und wir waren heute, deswegen auch dieses Video, möchte euch ein bisschen kleinen Zwischenstand, kleines Resümee geben. Wir waren heute unterwegs, sind heute Mittag nach Nürnberg reingefahren. Meine Frau, meine Schwiegermutter und meine Tochter mit ein bisschen Gepäck und es hat super funktioniert. Was mir allerdings aufgefallen ist, ich bleib mal hier stehen, dass es nicht ganz so dunkel wieder wird, was mir aufgefallen ist, abgesehen davon, dass man, wenn man mal hinten drin sitzt, sehr bequem sitzen kann und auch sich super wohl fühlt. Ich meine, man hat einen Blick, einen wunderschönen Blick nach vorne auf diese wunderschönes, ja, auf dieses wunderschöne Interieur, auf diesen tollen, wunderbaren Alcantara-Himmel. Aber es ist gefühlt, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es tatsächlich so ist, gefühlt enger als im M3 hinten. Also es ist kein Spaß. Es ist hinten für die vor, also für die hinten sitzenden Passagiere, für die Vorpassagiere, etwas enger und schwieriger auch der Ein- und Ausstieg als im M3. Der Maxi Cosi, den sieht man jetzt nicht, der ist quasi hinter euch, also hinter dem Beifahrersitz. Den da hinten überhaupt reinzubekommen, war schon ein kleiner Kraftaufwand. Im Kofferraum hat er eben gar nicht reingewollt.
weil da einfach durch die Ladekante nichts geklappt hat. Ja, aber ansonsten hat es super geklappt. Der Kofferraum ist trotzdem riesig an sich, also von der, vom Volumen her, wenn man mal die Sachen reinkriegt, wenn sie nicht allzu sperrig sind, dann passt es wirklich super. Und es macht super Spaß, mit dem Auto zu fahren. Die Kleine saß hinten auf dem Rückweg, da war die Schwiegermutter nicht mehr dabei, Frau hinten gesessen und die Kleine. Und die Kleine war so entspannt. Das ist wirklich so, auch im M3 immer, die war so entspannt und gelassen. Und durch diese wunderbaren, tiefen, bassigen V8-Klänge, wenn ich im AMG unterwegs bin, der mit diesem V6 Biturbo ziemlich knallt und einfach einen etwas höheren Ton hat auch, ja, da ist, ich weiß nicht, ob es daran liegt oder ob es am Auto allgemein liegt oder an der Sitzposition für sie, ich weiß es nicht, aber da ist sie immer wesentlich unentspannter. Da ist sie immer wegen so, oh, hat man das Gefühl, sie will jetzt raus am liebsten wieder. Aber da, die wäre sofort wieder eingeschlafen, wenn wir noch ein bisschen länger unterwegs gewesen wären. Also sehr interessant, hätte ich jetzt gar nicht gedacht so. Und deswegen, also das ist ein, es ist ein, ja, ein GT, kann man natürlich auch so nennen, ein Grand Tourer. Man kann damit sicherlich sehr, sehr, sehr bequem, auch hier, die Kopfstützen sind super bequem. Also auch hier, wenn man da einfach sich zurücklehnt, da könnte ich auch selber fast einschlafen. Ne? Man kann mit Sicherheit sehr bequem und entspannt weite Strecken zurücklegen. Man kann ordentlich Gepäck hinten reinpacken. Das ist alles überhaupt kein Problem. Aber wie schon gesagt, es ist halt trotzdem nur ein Zweitürer, was an sich nicht schlimm ist. Bin es ja vom M3 gewohnt, aber gerade so mit Kindersitz, Maxi-Cosi hinten reinpacken, das ist schon immer ein Aufwand natürlich. Aber gut, dafür hat man ja auch andere Autos. Ansonsten, was gibt es noch zu erzählen? Also der Verbrauch ist auch sehr human, sage ich jetzt einfach mal. Ja, wir switchen jetzt hier mal schnell durch. 15, ja gut, okay, human, ich nehme alles zurück. 15,4 Liter auf 100 Kilometer im Schnitt. Die 100 Kilometer, die habe ich jetzt auch locker schon abgespult. Das ist nicht so wenig. Also gut, es ist ein 600 PS starker V8. Biturbo, also allgemein grundsätzlich mal, Turbos sind ja eigentlich in der Regel schon, sollten eigentlich sparsamer sein als die Saugmotoren. Aber es gibt ein Sprichwort, das heißt, Turbo läuft, Turbo säuft. Und das stimmt auch 1:1 so, denn 15,4 Liter, wie gesagt, finde ich jetzt gar nicht so wenig. Da habe ich im M3, da war ich immer zwischen 16 und 17. Und jetzt bin ich mit dem Auto aber auch viel Landstraße gefahren, auch schon ein bisschen Autobahn. Das ist, ja, ne? Also ich würde mal sagen, so, ich fahre jetzt hier, muss jetzt da lang, oder? Ich bin jetzt falsch gefahren. Ach du Scheiße. Scheiße, ich muss da rüber. Entschuldigt. Steinigt mich alle, hängt mich auf. Es tut mir leid. Das war jetzt keine Absicht, dass ich hier irgendwie einfach frech vorbeifahre. Ja, also ansonsten ist natürlich der Verbrauch für die Leistung artgerecht, sage ich einfach mal. Und das ist einfach der Punkt. Ich würde mir nie ein Auto kaufen aufgrund des Verbrauchs. Also, dass ich sage, oh geil, verbraucht nur 8 oder 9 Liter, ne, oder nur 3 Liter, wie auch immer, scheißegal. Jeder hat so seine Vorlieben, Vorgaben. Weil es einfach A, nicht einzuhalten ist, weil die Herstellerangaben sowieso meistens wesentlich niedriger sind als die Realität. Zum anderen kommt es immer individuell auf den Gasfuß an, natürlich, auf die Fahrweise, auf das Einsatzgebiet etc. Und ein Auto muss für mich in erster Linie natürlich praktisch sein, wenn es ein Alltagsauto ist. Das Gesamtpaket muss stimmen, die Emotionen müssen passen und es muss einfach Spaß machen. Und da nehme ich dann auch gerne ein bisschen einen teureren, ich sag mal, oder höheren Spritverbrauch in Kauf und somit natürlich auch höhere Spritkosten. Aber das bringt alles, was im Leben Spaß macht, so mit sich. Ich kenne, oh, Flixbus wird abgeschleppt, auch nicht schlecht. Ich glaube, es gibt kaum was im Leben, was wirklich richtig Fun macht, richtig Spaß macht, was aber eigentlich nichts kostet. Ja? Weil selbst das kostet dann entweder viel Zeit, viel Geld oder das Leben. Ja? Also das ist einfach so. Na? Und ja, ansonsten auch gleich nochmal, um euch mit abzuholen, mit ins Boot zu holen. Ihr sollt mit abstimmen, okay? Klar werde ich das jetzt nicht von euch komplett abhängig machen, aber ich möchte auch, oh hier schau, 6er Grand Coupé, gibt es also auch als Viertüre, wie ihr wisst, ja? Ich möchte eure Meinung natürlich hören. Okay, deswegen mache ich ja die Videos. Sonst könnte ich die Videos auch machen und einfach auf dem Laptop verschummeln lassen. Nein, ich möchte schon trotzdem eure Meinung hören dazu. Was haltet ihr von diesem Auto? Wie findet ihr den M6? Ja, vom Gesamtpaket, Klang, Emotionen, Leistung etc. Und vor allen Dingen natürlich auch, passt das Auto zu mir? Steht das Auto zu mir? Ja? Oder steht mir das Auto? Ganz offen gesagt, der M6 ist wesentlich eleganter als der M3. M3 definitiv das sportlichere Auto, kleinere Auto, weil der M6 hier wirklich
riesig ist. Man glaubt es gerade, also die Fahrt in die Tiefgarage war im Vergleich zum C43 AMG relativ, ja, so ein ungutes Gefühl einfach, weil es doch ein wesentlich größeres Auto ist als so ein C-Klasse Kombi, auch größer als der M3. Und da ist es einfach eine Umgewöhnung, ja, ganz klar, keine Frage. Deswegen, was haltet ihr von diesem Auto? Seht ihr mich in diesem Auto? Also ich, ja, schon irgendwo, also es passt, es hat einen gewissen eleganten und seriösen Touch, aber natürlich auch das gewisse Etwas an Sportlichkeit, ja, etwas Männliches, Kräftiges aufgrund des schönen V8s. Also ich denke, jetzt einfach mal das vorneweg, man könnte mit diesem Auto fast nichts falsch machen. Ist nur die Frage, gibt es nicht vielleicht andere Autos, die besser zu mir passen, die mir besser gefallen, die mich emotionaler mehr abholen? Das ist die Frage. Kostenpunkt bei diesem Fahrzeug hier 67.700 Euro. So ist er ausgeschrieben und inseriert. Natürlich geht da mit Sicherheit noch ein bisschen was, aber ich würde jetzt einfach mal, um das zu veranschlagen, etwa 67.000 Euro aufrufen dafür, also beziehungsweise der Autohändler. 67.000 ist jetzt auch nicht wirklich wenig, dafür kriegt man auch schon, ja gut, ist jetzt schwierig, ein M4 natürlich sowieso, den kriegst du schon wirklich gute Modelle ab 45.000, 50.000, M3 F80, gut, M2 kriegst du neu für das Geld locker, den Competition, ein Nissan GT-R wäre drin, gebrauchter, ein Audi R8, der ältere V8, vielleicht sogar den V10, gerade noch so. Was wäre noch so drin? Müsste man mal schauen. Jaguar XKR hat mir früher gut gefallen, aber wäre mir jetzt schon zu alt. Da würde, wenn dann der F-Type in Frage kommen. Ansonsten, also es gibt mit Sicherheit noch mehr Möglichkeiten. Ja? Ich will jetzt da gar nicht alles durchspielen. Dieses Auto hat mit Sicherheit ein paar mögliche Kontrahenten, die da auf ähnlichem Niveau spielen. Aber ich habe euch ja letztens schon gesagt, und ihr wisst ja auch, aufgrund meines M3s, der ja eigentlich, ich sag mal so, mein Markenzeichen ist und von diesem YouTube-Kanal, mein Herz schlägt natürlich für BMW. Ja, und das hat auch meine Frau, die hat sich vorher nicht wirklich für Autos interessiert gehabt. Natürlich schon so, oh, schönes Auto und alles schön und gut. Aber die hat auch durch mich so die Marke BMW, durch den M3 und alles, ein bisschen besser und mehr kennenlernen dürfen. Der gefällt ja der M2 so gut, das habe ich ja schon mal gesagt, irgendwann werde ich hier vielleicht einen M2 kaufen, aber da brauchen wir erstmal, soll die Kleine erstmal größer werden, weil dafür ist es auch wieder viel zu unpraktisch. Aber vom Grundsatz her, BMW ist schon natürlich so eines meiner Favoriten, deswegen wäre der M6 gar nicht so abwegig. M8 übrigens, auch geiles Auto, ja, Geschäftspartner von mir hat sich ein M8 Cabrio bestellt, also der kriegt den auch schon im September oder Oktober. Ist ja noch nicht mal so richtig ganz vorgestellt, das Auto. Der normale M850i zum Beispiel, das sind auch, es ist ein geiles Auto, definitiv. Aber ganz offen gesagt, für einen BMW, in meinen Augen, vor allen Dingen als Neuwagen, viel zu teuer. Also da wäre ich, wäre das jetzt aktuell nicht drin. Und zweitens wäre ich nicht bereit, keine Ahnung, 180.000 oder so auf den Tisch zu legen für so ein Auto. Da mal abwarten, was irgendwann so der Gebrauchtwagenmarkt anspülen wird. M6 an sich auch, ja, relativ wertbeständig, also auf jeden Fall wertbeständiger als M3, M4. Aber letzten Endes, das muss eine Herzensentscheidung sein. Natürlich muss der Kopf auch eine Rolle spielen, aber auch eine Herzensentscheidung sein. Machen wir hier ganz kurz nur so spaßhalber. Wie gesagt, Serienfahrzeug, da wird jetzt nicht das, ich sag mal, da wird jetzt nicht gleich der, wie sagt man, der Hund in der Pfanne verrückt, ja? so laut ist er nicht, das ist auch in Ordnung, aber was schön ist, genau das fehlt mir so ein bisschen beim Mercedes, man hat trotzdem immer einen wirklich schönen, sonoren, tiefen, bassigen Klang und auch die Vibrationen im Auto, also dieses, Wenn du wirklich siehst, wie das Auto so wackelt, ja, beim Standgas geben, das ist so, das macht mich an, weil da weißt du, da hockt wirklich ein großer Motor vorne drin und nicht irgendein geschissener, downgesizter 1,8 oder 2 Liter 4- oder 6-Zylinder, heutzutage geht ja ganz viel schon in Richtung 4-Zylinder, Beispiel 1er BMW, die neue Reihe 6-Zylinder sind abgeschafft, die sind Geschichte, okay, also nur 4-Zylinder, das ist schon
ist schon krass eigentlich, ja, wenn man sich bedenkt, einfach von heute auf morgen sagt BMW, okay, wir packen da einfach nur noch 4 Zylinder rein, obwohl ja eigentlich die 6 Zylinder schon so, ich sag mal, vor allen Dingen die R6, also die rein 6 Zylinder, für BMW eigentlich das Markenzeichen oder die Wiedererkennung Nummer 1 ist. Ja, man denkt mal früher an die alten E36, solche Geschichten, ja, E30, E36, da war so ein 3,6-Zylinder auch sogar in einem 320er verbaut. Da warst du der glücklichste Mensch auf der Welt, wenn du einen 320i hattest mit 3,6-Zylinder. Da hast du eigentlich gar keinen M3 gebraucht unbedingt, ja, aber das ist halt alles anders, es ist rückläufig, die Motoren werden immer kleiner, dafür immer mehr aufgeladen, so ist es halt. Ich würde jetzt auch einfach sagen, das war jetzt so ein Video, wir haben einfach mal ein bisschen Smalltalk gehalten. Haut eure Meinung in die Kommentare zum Auto, gebt Feedback, über einen Daumen hoch würde ich mich natürlich sehr, sehr, sehr freuen, und tut mir noch einen Gefallen, schaut auch mal bei mir auf Instagram vorbei und zusätzlich, da kommt ihr dann auch über meine Instagram-Seite drauf, ihr habt natürlich die ganzen Stories und Posts, Bilder etc. auf meinem Instagram-Profil, dass ihr dann auch mal bei Sillingen Automobile vorbeischaut und da auch mal einfach einen Daumen hoch gebt oder eben ein Abo dalasst. Ich sage das nicht, das wisst ihr, das wissen die Leute, die mich kennen oder die mich schon länger verfolgen. Ich sage das nicht, weil ich muss, ich sage es auch nicht, weil ich Geld dafür bekomme, sondern weil ich es möchte und weil ich es schätze und wirklich zu schätzen weiß, dass gesagt wird, hey, pass auf, du interessierst dich für das Auto, du kriegst es mal für ein paar Tage mit, wir vertrauen dir da und dafür weißt du danach wirklich, ist es was für dich oder nicht. Und ja, natürlich mache ich dann auch gerne mal das ein oder andere Video, Bild für die und die ein oder andere Werbung. Ne? Sie regt sich schon hier richtig auf, ne? Fährt durch die Einbahnstraße, also jetzt muss man mal sagen, ne? Fährt durch die Einbahnstraße, also gut, sie hat es jetzt nicht richtig aufgehört, aber sie hat schon sehr böse geschaut, obwohl sie durch die Einbahnstraße fährt, ne? Mit dem Fahrrad. Was natürlich okay ist, soll sie tun, aber dann andere Verkehrsteilnehmer in Ruhe lassen. Ich fahre wirklich langsam. Head-Up-Display, hey, immer im Blick, hier 30er-Zone wird maximal 31 gefahren. Ja. 31er, ihr wisst, was das heißt. Ne, wirklich im Ernst. Und ja, da einfach, würde mich freuen. Ich würde mich auch über ein Abonnement freuen, ganz klar. Es werden auch noch andere Videos kommen oder schaut mal in die Videos, je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Ich weiß es ja nicht. Da sind schon sicherlich einige Videos online vom M6 hier. Soundvideos, Außenaufnahmen, Review etc. Solche Geschichten. Das Fazit wird dann vielleicht auch schon online sein. Vielleicht wird es auch mein neues Auto sein. Ja, jetzt wartet es einfach mal ab. Ich bin selber gespannt. Ich werde natürlich auch noch schauen, was man preislich machen kann, was sich tun lässt. Ich freue mich trotzdem einfach schon mal riesig drauf, dieses Auto jetzt noch ein paar Tage bewegen zu dürfen. Und freue mich auch natürlich darauf, wenn ihr weiter dran bleibt. Übrigens hier Nürnberger Hauptbahnhof. Das hier ist der Südausgang. Hier am Südausgang wird gerade der Nelson Mandela Platz, so wie es heißt, komplett umgebaut, ja, renoviert. Die wollen es schöner machen, weil man muss ganz offen sagen, der Nürnberger Hauptbahnhof ist eines der größten Kacklöcher überhaupt in Nürnberg oder in der Bundesrepublik Deutschland von den Bahnhöfen her. Und ich bin gespannt, die wollen jetzt hier sogar Wohnhäuser hinbauen, ob das was wird. Ich weiß nicht, ob ich hier wohnen wollen würde, direkt hinterm Bahnhof, also wirklich hier. Ich habe hier früher in der Nähe gewohnt, ich habe hier auch meine Eigentumswohnung noch in der Nähe, aber nicht jetzt direkt hier, wirklich unmittelbar am Hauptbahnhof. Und jetzt hat jeder, der dran geblieben ist, wird jetzt fleißig belohnt mit ein bisschen Sound. Jetzt gucken wir, je nachdem, natürlich im Rahmen des Möglichen. Ich will jetzt hier nichts kaputt machen, weder am Auto noch die Gehör der anderen. Also sollte das mein Auto werden, dann wird die erste Fahrt, nachdem ich das Auto entgegengenommen habe und den Fahrzeugbrief in der Hand halte, die Fahrt zu Aulitzki Tuning sein. Also Klaus, kannst dich vielleicht schon mal bereit machen. Leg schon mal eine schöne Abgasanlage bereit, bitte. Eventuell kann man auch gleich noch ein bisschen was an der Leistung machen. Downpipes, Software etc. Solche Geschichten. Aber klangtechnisch muss da auf jeden Fall was gemacht werden. Ich verabschiede mich jetzt, bin jetzt auch gleich da. Werde jetzt hoffentlich gut essen gehen, also definitiv, wenn ich eben ankomme. Und wünsche euch einen schönen Abend. Danke fürs Einschalten. Freut mich natürlich, wenn ihr dabei seid und dabei bleibt. Nicht vergessen, Abo-Glocke aktivieren. Ansonsten habe ich schon oft mitbekommen, werden die Videos leider nicht oft angezeigt oder nicht bei jedem.
Und dann viel Spaß noch beim weiteren Einschalten. Macht's gut, bis dann und ciao.